herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo, während mein Teewasser im Arm wird und ich hier sitze. Ja, läuft bei mir. Ja, gut. Heute ist Mittwoch und ich hau jetzt ab und gieße schnell meinen Tee auf und dann komme ich wieder. Bis gleich, ich bin gleich wieder da. Also, mein Tee ist jetzt aufgegossen und er kann jetzt da die nächste halbe Stunde ziehen. Also, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal wieder ein Thema mit in meinem Gepäck eingepackt und mir ist ein bisschen schwindelig, weil ich vorher gerade so komische Schokoladen, Sahne, Quark, irgendwas Dinger da gegessen habe. Und wenn man schon sagt, so komisch ist, dann Anfang, wo man sagen sollte, ja. Gut, aber ich ziehe es jetzt trotzdem durch. Ich wollte heute mit euch über eine Geschichte erzählen aus meinem Leben und vor allem auch über das Thema, diesen Moment, wenn man sein eigenes Wort vergisst. Wie viel Vorbereitung ist noch gut und ab wann hört es dann auf? Also, wie ihr wisst, war ich auch echt auf einigen Schulen. Ihr kennt ja jetzt die Geschichte voraussichtlich. Und auf der zweiten Schule, auf der ich dann war, war ich dann eine kurze ganze Weile. Also ich weiß nicht, für mich kam es ewig vor, aber es könnte auch ganz kurz gewesen sein. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Und die war in einem Nachbardorf, also eher so dorfig. Also für mich war es ein Dorf. Die anderen waren so eine Kleinstadt, für mich war es Dorf. und da war dann eben direkt neben der Schule zum einen mal so ein Bauernhof, wo man immer Pferde oder Kühe zugucken konnte. Also um mal ganz kurz die Schulzeit zusammenzufassen, ich weiß jetzt alles über diese Pferde und die Kühe. Aber über die Sachen, die erzählt wurden im Klassenzimmer, weiß ich so gut wie gar nichts. Ja, und so kam es dann eben, dass ich dann da eben immer war und dann waren wir im oberen Stockwerk von insgesamt 3, waren wir im zweiten. Eines Tages, plötzlich, ohne Vorwarnung, ist dann der Feueralarm losgegangen und dann hieß es, wir müssen da jetzt alle raus und überhaupt und es war jetzt so wichtig, dass wir da jetzt, also wir müssten das jetzt machen und wir müssten evakuiert werden. Und ja. Und dann war es so, dass ich damals, ich bin total nervlich am Ende gewesen. Und dann sollten wir diese, Rettungsrutsche runterrutschen, wo ich dann gleich zu denen gesagt habe, ne, vergiss es, das ist nichts für mich, ich mach das nicht. Und dann irgendwann waren wir auf dem Schulhof und da ist immer noch nicht erzählt worden, dass es eine Feueralarmübung war. Und ich dachte, es wäre ein Feueralarm. Und ich weiß bis heute, dass ich dann mitten im Schulhof angefangen habe, loszuplärren. Und zwar, und das ist nämlich der Witz dran, der Grund, warum ich losgeplärrt habe, war nicht, weil ich Angst hatte, dass mir was passiert hätte sein können oder irgend sowas, sondern weil ich meinen Schulranzen zurücklassen musste. Meinen geliebten rosanen Schulranzen, den ich so dolle mochte, der mich durch die ganze Zeit in Konrad begleitet hat. Ignoriert den letzten Satz. Oh nein. Mist. Ignoriert auch diesen Teil des Dings. Oh. Was mache ich jetzt? Nee, ich zieh's durch, Mom. Scheiß drauf, wenn ich jetzt habe alles durch auch noch. Ich zieh's jetzt durch. Sei es drum. Hoffen wir das Beste. Also, der mich dann durch meine Schulzeit in der ersten Schule begleitet hat. Oh, das ist so dieser Moment, wo man sich dann doch mal überlegt, ob man seine Videos nicht schneiden sollte, ne? Um dann solche kleinen Fauxpas rauszuschneiden. Naja. Aber die sind halt Teil meines Ichs. Und manchmal passieren mir solche Sachen, dass ich mir extra Mühe gebe, in einem Video davor auch ja kein einziges Wort über die Schule zu verlieren. Und ich es dann aus Versehen in einem Nebensatz einfach rausflutschen lasse. Ja, auf jeden Fall zurückzukommen zu meinem Schulranzen. Den habe ich ja so geliebt. Das war so ein rosa, so ein ganz leicht roséfarbener,
für meine Verhältnisse viel zu großer Schulranzen. Also der Schulranzen, der war, als ich in die Schule kam, den hatte ich schon damals, war der Schulranzen gefühlt doppelt so groß, wie ich es war. Und ich habe den so geliebt. Ja, und ich musste dann wegen dieser blöden Feuerübung den Schulranzen und die ganzen Bücher und alles, was mir wichtig war, einfach da zurücklassen. Und für mich war das irgendwie so das Ding von, ich habe meinen Schulranzen sehr gemocht und vor allem war das so die Anfänge von, ich werde ein bisschen zwangsneurotisch und ich dachte damals, ich kann die Schule nicht verlassen, wenn ich nicht meinen Schulranzen dabei habe. Und ich fand es deswegen einen unerträglichen Gedanken, diesen Schulranzen zurückzulassen und naja, wie würde es jetzt die Familie sagen, der arme Schulranzen musste dann im Klassenzimmer verbrennen. Und ja, das fand ich dann irgendwie so einen ganz furchtbaren Gedanken. Und als dann diese Feueralarmsübung vorbei war, war ich ein psychisches Wrack. Das war, also ich weiß echt nicht, ich war echt, damals war es, ging es mir überhaupt nicht gut. Und es war auch wieder mal so ein Tropfen also ins volle Fass rein. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall, hat dann das Direktorat mein Vater anrufen müssen und der ist dann zur Schule gekommen. Oder was, warst du es oder war es Papa? Ja, es war Mutti. Es war Mutti und die musste dann angebraust kommen von weiß Gott wo und mich abholen, weil ich so derbe hinüber war und ich war untröstlich in dem Moment auch gefühlt. Und ja, jetzt habe ich voll den Hänger. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall das nur sehr schwer, damals mir sehr schwer getan habe mit der Situation. Und ja, deswegen hier ein paar Tipps an alle. Aus der Perspektive der Eltern heraus, falls ihr Eltern von einem Asperger seid oder jemanden, der so bei solchen Sachen sehr nervös werden kann, sagt der Schule von Anfang an, mein Kind hat damit Probleme, bitte sagt mir Bescheid, damit ich meinem Kind Bescheid sagen kann, damit es nicht so eine Sache von, hups, da ist plötzlich was ist, sondern dass das Kind sich zumindest ein bisschen drauf einstellen kann. Oder wenn's, oder sagt einem Lehrer, den ihr vertraut, soll ja, ich habe ja auch eine Lehrerin gehabt, der ich dann vertraut habe, sehr spät, aber ich hatte eine. Sie möge doch bitte dann dem Kind Bescheid geben, falls es nicht anders geht und damit das Kind sich einfach oder der Jugendliche oder die junge Erwachsene sich ein bisschen drauf einstellen kann und es nicht so eine Geschichte von ich schlag dir eine Tür ins Gesicht ist und man dann Panik bekommt und sich überlegt, was mache ich und man dann so in diesem Angststarre fast schon erstarrt. Wenn man nicht weiß, ob es jetzt ein echter Feueralarm ist oder ob es nur eine Übung ist und ja. Mein zweiter Tipp, falls die Lehrer sagen, das geht nicht, dass das Kind dabei ist, wenn sowas, also das geht nicht, dass wir euch Bescheid geben vorher und das Kind dann da im Klassenzimmer sitzt und das womöglich den Mitschülern erzählt, dann kann es manchmal helfen, das Kind einfach zu entschuldigen für den Tag und zu sagen, mein Kind kann nicht kommen, es ist krank. Kann nicht schaden. Was auch hilfreich, also was ich persönlich auch als sehr hilfreich befunden habe, ist, im Notfall sagen, wenn irgendwie was ist oder wenn es doch nicht anders geht und plötzlich oder so eine Sache ist schon, dass die Lehrer auch nicht vorher Bescheid wissen oder irgend sowas, was dann damals bei mir der Fall war, dass man zumindest die Nummer von jemandem, der auf Abruf bereit ist, da hat, also gegebenenfalls Mutter, Vater, Großmutter, Nachbarin, Hund. Entschuldigung, ich stelle es mir gerade vor, wie der Hund im Auto angebraust kommt. Und ich stelle mir jetzt nicht so irgendeinen Hund vor, ich stelle mir jetzt gerade so einen Hund mit so wehenden Haaren vor. Ich meine diese, oh, wie heißen denn die mit diesen ewig langen Haaren? Ja, genau. Das habe ich auch gerade überlegt. Also so ein Hund mit so ganz langen Haaren, die immer schon fast schon so Haare haben, wie wo man dann so zu Zöpfen zusammenbinden kann oder sowas. Ja, da habe ich mir gerade vorgestellt, wie einer, der solcher Hund in einem Cabriolet an die Schule angefahren kommt. Das ist ein lustiges Bild. Ja. Ja, was kann ich noch für einen Tipp geben? Meine Mutter, die hat mir damals immer
Notfall-Klopoli mitgegeben. Und zwar waren das Aconitum. Die helfen so ein bisschen, damit man sich ein bisschen beruhigt. Was auch geht, ist Notfalltropfen. Die gibt es einfach in der Apotheke. Rescue-Tropfen heißen die. Die gibt es übrigens auch als Bonbons, als Kaudinger, als Kaugummi. Also da kann man auch kreativ werden, dass wenn das Kind nicht möchte, dass es jeder weiß, dass es da Probleme hat. Also ist nicht so, dass man da diese Tropfen mitnehmen muss und jeder gleich weiß, da stimmt was nicht. Da kann man auch sagen, kann man auch ein Kaugummi mitgeben, dass es einfach immer in der Tasche haben kann und wenn dann sowas ist, zum Beispiel, dass er einfach kauen kann. Hilft wirklich. Ich habe es probiert. Was hilft noch? Ich hatte früher immer in meinem Schulranzen eine Plastiktüte. Das klingt jetzt total blöd, aber für den Fall der Fälle, dass ich angefangen habe zu hyperventilieren, was mir manchmal passiert ist, einfach damals, dass ich was habe, womit ich, wo ich reinatmen kann, damit meine Atmung wieder ruhiger wird. Und ja, das hat schon geholfen. Ja, mehr kann ich euch jetzt hierzu nicht sagen. Das war auf jeden Fall ein Video, das dem einen oder anderen helfen sollte. Was ich noch sagen kann, ist, man kommt drüber irgendwann hinweg und dann denkt man im Nachhinein irgendwann eher durch Zufall wieder dran, ach, war da nicht mal was? Und ja. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr früher so diese Feueralarmsübungen gefunden habt. Ich habe schon beispielsweise schon dieses Geräusch gehasst, weil es immer so furchtbar laut war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.treatment@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ich hoffe, dass ich dann keine Sachen, die ich im letzten Video, die ich in meinem Schulvideo nicht erwähnen wollte, erwähne. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ciao!